Dankeschön. Bitte. Bernhard. Ja, we are working now. Bernhard ist in Kamerun als Sohn einer kurzzeitigen Königin geboren. Richtig. Und du hast Geschwister. Deine Schwester durfte ich kennenlernen. Sie ist mittlerweile schon verstorben. Ja. Und einem Baum mit einem Laptop auf den Knien habe ich dich kennengelernt. Toll, ja. Das war 2006 und du warst für den Bischof als Dolmetscher und Administrator tätig. Stimmt, stimmt. Später hast du die Druckerei der Kirche geführt und ein paar Jahre später hast du dich von der Kirche getrennt und unter anderem eine eigene Druckerei gegründet. Mhm. Du warst Geburtshelfer bei meiner Partnerschaft mit Anja. Richtig, richtig. Nicht einfach. Wir lieben die gleiche Biersorte und eines deiner Kinder trägt meinen Namen. War das soweit richtig? Toll, 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 toll. Gut. Wie war das 1997? Wie sprichst du Deutsch? Wie kommt das? Jo, ich war ein junger Mann in Kumbu damals gewesen. Ich war in Nigeria studiert. Ich habe elektrotechnisch studiert in Nigeria. Und dann bin ich nach Hause zurückgekommen und hatte damals keine Möglichkeit, mein Studium weiterzubringen. Und dann habe ich Kontakt mit dem Bischof von Kumbu, der heißt Cornelius Fontem Eswa. Dann hat er mir Talente gefunden und hat gesagt, vielleicht kannst du nach Deutschland gehen und etwas mehr lernen und dann kommst du zurück nach Hause und für die Kirche in Kumbu arbeiten. Dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt, nach Deutschland zu gehen. Aber vorher, als ein junger Mann, ich habe immer gedacht, wenn ich die Möglichkeit hatte, entweder in Deutschland oder Japan zu gehen, um etwas Technisches zu lernen, dann werde ich das machen. Und dann bin ich nach meinem Abitur, war ich jetzt da und mein Vater war gestorben und meine Mutter war da und kein Geld und das kann ich machen. Aber durch die Kirche von Kumbu, katholische Kirche von Kumbu, Bistum Kumbu, habe ich die Möglichkeit gehabt, nach Deutschland über das Bistum Limburg zu gehen. Okay. Ja. Und du bist, ja, wie ich schon vielleicht erwähnt habe, ein begnadeter Architekt, verdienst damit nicht dein Geld, sondern mit der Druckerei, aber du hast ein wunderbares Haus gebaut. Du und ich, wir haben unsere Häuser jetzt erstmal verlassen. Ja. Wie kommt das? Ja, seit 2016 hat man hier in Kamerun einen Krieg angefangen und dadurch konnte ich nicht mehr in Kumbu bleiben. Das Haus gehört uns, ich und meine Frau, das Haus gehört uns, aber wegen dem Krieg ist meine Frau nach Nkambe gegangen und meine Kinder sind nach Nkambe gegangen. Nkambe ist ungefähr eine Tagesreise von hier. Ja, so ungefähr von Kumbu, 70 Kilometer maximal, ja. Aber das braucht Zeit. Ja, das braucht Zeit. Und meine Kinder, Frau sind da gegangen und dann ich bin in Kumbu geblieben mit der Hoffnung, dass irgendwann wird der Krieg vorbeigehen. Ja. Aber das hat zwei Jahre, drei Jahre gedauert und es ging nicht. So bin ich nach Bamenda umgezogen und meine Frau. Bamenda ist die Kreisstadt, die Hauptstadt? Hauptstadt unserer Region, also wie nennt man das? Bundesland. Bundesland, ja. Wie Hessen in Deutschland, ja. Weißt du? Wie Hessen in Deutschland. Bin ich hier gekommen und ich habe gehofft, das Leben wird besser hier sein. Aber das immerhin geht nicht so einfach. Inzwischen sind meine Kinder hier gekommen und wir leben hier in Bamenda. Ich habe vier Jungs und ein Mädchen und wir sind hier in Bamenda. Wir versuchen etwas zusammenzubringen. Die Kinder gehen in die Schule, weil in Kumbu hat man keine Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Aha. Ja, die Kinder jetzt haben hier in Bamenda eine Möglichkeit, in die Schule zu gehen und meine Frau bleibt in Kambe, weil es gibt eine Möglichkeit zu arbeiten. Ja. Und bis heute
bin ich sehr dankbar für meine Frau, weil sie arbeitet sehr, sehr hart und kann die Familie unterstützen. Also Lebensmittel und Kleidung und Schulgeld und alles. Ja. Ja. Okay. Dieser Konflikt, der da seit 6 Jahren ist, welche Qualitäten hat der in dir offengelegt? Was kannst du sagen, was hat das in dir hervorgebracht? Bist du ein größeres Improvisationstalent geworden oder? Normalerweise würde ich nichts über Politik sprechen, aber wenn es gibt so eine Situation, kann man ein bisschen sprechen, gell? Okay. Ja, ich habe das Gefühl, dass Politik ist überhaupt nicht mein Ding. Ja. Ich habe gedacht, mein Arbeit hier in Kamerun ist, die Leute zu helfen, meine Familie zu helfen. Ja. Und immerhin, man braucht immer Politik, weil das ging zusammen. Und ja, es ist für mich ein bisschen kompliziert, weil es gibt eine Situation, wenn ich jetzt etwas über die Regierung sage oder gegen die Regierung sage, dann bekomme ich Probleme. Ja. Wenn ich über Ambazonia, sagt man das, gegen sagen, dann bekomme ich Probleme. Deswegen, ich bin ein bisschen vorsichtig. Aber ich denke, man kann das Leben anders machen. Ja, wir haben ganz, ganz viele hier kaputt gemacht. Nicht nur von der Regierung, aber von uns als Leute, die sprechen Englisch in Kamerun. Okay. Ja. Beide Seiten haben bestimmt viele kaputt gemacht. Du hast gesagt, dass es nicht gut ist, mit mir als Weißen auf dem Motorrad gesehen zu werden. Was hast du damit gemeint? Also in Bamenda gibt es kein großes Problem, aber nach Kumbu ist ein bisschen gefährlich. Kumbo ist die Stadt, in der Ja, Janet und ich gelebt haben. genau. Und ja, Staat kann man sagen, aber Kumbu ist ein bisschen ein Dorf. Ja, Ja, man kennt sich, ja. Kumbu ist über 25 Einwohner. Kumbu Großes hat Dorf, kleine Stadt. über 25.000 Tausend. Einwohner, aber dort hat man kein Kino, hat man keinen Supermarkt und die Straßen sind Schlecht. schlecht. Das muss man sagen. Und die Amba Boys, sagt man das hier, sie haben Macht über Kumbu. Das heißt, wenn man dorthin geht, es gibt eine Möglichkeit, dass die Amba Boys jemand nimmt weg und Kidnappen. kidnappen und Geld bekommen. Okay. Aber in Bamenda ist es ein bisschen anders. Okay. Ja. Das heißt, das Problem ist einfach, dass man dich kidnappt, um durch den Kontakt zu mir Geld zu erpressen. Nee, es ist ganz einfach. Ein Weißer, der hat Geld. Ja. Du nimmst. Okay, now I explain a little bit more in English, Ja. so that it's easy to get the right words. It's risky to move around with a white. Sorry, I don't use the word white, but I'm forced in this context to use the word white. I say brother. Thank you. Yeah. When you move around with somebody who has a different complexion, it is seen as wealth, it's seen as money. And in the context of the war, we have a situation where people think, okay, we want to get money as quick as possible. So it's possible to pick up my friend, my brother, for the sake of making money. And it's not going to be a few hundreds of thousands, it's going to be a couple of millions. And they take the money, and I don't know what to do with it, but they do. Okay. Ja. Selbst wie soll ich sagen, um dich zu besuchen, musste ich 4 Straßensperren durchfahren. Wie ist die Situation hier in Bamenda mit den Amba Boys? Jetzt in Bamenda ist the story different. I must speak both in English and in German. It's a story different.
couple of months ago, when we came to Bamenda, my little boy, he's called Tony, he got me up one morning and said, hey, come on. It was foggy outside. It wasn't very clear. He got up me and said, come on, look through the window. And then I saw the Amba boys around with guns right here on my street. And we've had that experience. We've also had experience that the military is here and we cannot come out of the house. So we stay indoor the whole day long. But today the story is different. I think the military, to be honest with you, the military has put a lot of pressure and is able to push the Amba boys into the peripheries. Uh-huh. Yeah. So the Amba boys no longer truly live in town. So they're actually in the bushes, per se. Okay. And then they come out for one operation or the other. Okay. Yeah. Was hatten wir noch, als wir im Vorgespräch waren, noch auf dem Zettel? Weißt du das? Fällt dir das so spontan ein? Was war das denn? Wo ich gesagt habe, das musst du erklären. Das ist ein sehr philosophischer Hinweis. I think the problem we have here in Africa, I want to make it Africa because I'm a pro-African. I don't want to stop at the level of a little town, a little country. I really think that if we have a challenge here, it is the making of the Western world. Look at the picture. Africa was a big, big land. It was one unit. And then Europe, Western world, came in and said, oh, we're interested in you. So they did, they call it in history, it's called Partition of Africa. But even before the Partition of Africa, they had scrambled for Africa. So it was such a beautiful land, so everybody wanted to take a portion. So they did scramble for Africa, and thereafter they partitioned Africa. And because they partitioned Africa, Africans got to learn that the best way to survive is to be in partitions, to be in fractions. So even the war, you can hear in the background, that's a gun. Even the war, which is here now, it's a European seat. It's a Western seat. They like it like this. They want to split as much as possible. They divide and rule. Because even if the presence of the European is not physically seen here, it's spiritually seen, because they are there. Okay? Forget about Asia. Asia is forthcoming. But honestly speaking, look at the France team today. We are playing the World Cup, and the France team is 90% black people. Mm-hmm. Until now, I didn't want to use the word black. But permit me to use the word black. Yeah. Because the moment I use black, then you think of the opposite, which is white. But you aren't white. You're just a brother. So this is what I think is a challenge, because Europe, the Western world, has been able to make this distinction, to make us feel, okay, they know so very much, they come here with a lot of knowledge, and they can decide how we live, they split us into pieces, you know. I give you an example. Move over to the border between Cameroon and Nigeria. Yes. Okay. In the southwest region, you have Abong. No, that's not in the southwest region. It is in the northwest region. You have Abong and Abonshi. Abonshi is in Cameroon, and Abong is the other side of the river. Yeah. They speak the same language. They eat the same food. They have the same climate. They look the same. Yes. But yet, somebody said, okay, you belong elsewhere, and you belong elsewhere. Yeah. Okay. This said, I want to get back to our story of Cameroon. Look at history. It's clear that someday some people came from somewhere called the West, Europe in particular, and then they scrambled over us. So people wanted to take as big as possible. German had a big portion, you know, Congo and everywhere was German. Yeah. And then because of the greed of the Germans, they wanted to rule the world. That's history, whether we like it or not. And so there was this huge war. You call it the First World War and the Second World War. It doesn't matter. So this was running. And then while the French were fighting Germans from the east, the English was fighting from the west. That's why you got the English easily penetrate Cameroon from Nigeria. Mm-hmm. And at this time, the French were coming from Congo and the rest, Central African Republic. So they met somewhere there in the middle. Mm-hmm. And in that process,
It wasn't a one-year thing, it was a couple of years. In that process, the English got the chance to influence me, who speaks this good English. And the French had to influence my brother there across, who had to speak that good French. So this ran for a couple of years. And then when finally this had to end, we had a complicated case because Nigeria had independence so peacefully, Congo, wherever. Why is it that it's so peculiar in Cameroon? Because of this infusion, this meeting of these two powers. So now we had a Cameroon that speaks English, and we had a Cameroon that speaks French. And this is what we suffer until today. So the difficulty is not a Cameroon that speaks in English or a Cameroon that speaks in French. There's this whole white man concept, sorry. White man is not my language, but then it's this whole Western concept. And it didn't end there. They continued, and even after what they call independence, they still try to remote control things to happen here. So I think if we have a problem in Cameroon, per se, because I told somebody at one point, I am not an Ambazonian. I'm not a Cameroonian. I'm a child of God who came to this world to live a good life and God. Yes. This is my position. And I am not interested in changes. I'm interested in enjoying. Because if God truly created, and I am a God believer, if God created and saw it was good, so everything is good. And the only way I can promote the goodness is to enjoy what is good. Mm-hmm. Okay? Okay. Yeah. Wow, thank you for this wonderful statement. Mm-hmm. And I hope the viewers became a point of view. Ich hoffe, ihr habt eine Einsicht bekommen in das, was hier passiert und welche Verantwortung, moralische Verantwortung Deutschland daran trägt. Denke ich auch. Ja. Und ich denke, hiermit beenden wir das Interview und schauen mal, was dann passiert. Ja. Ciao.